Was sagt die Straße? 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 Hallo meine Lieben, wir sind heute in meinem Lieblingsbezirk Neukölln unterwegs. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, die Betreiber von KinoTO wurden verurteilt zu Haftstrafen von über 4 Jahren. Das ist für uns Anlass genug, um mal herauszufinden, wie ihr es damit handhabt. Was sagt ihr dazu? Illegales Downloaden, Raubkopien, Knast dafür? Findet ihr, das ist gerechtfertigt? Lasst uns das mal auschecken. Kommt mit! Was sagst du denn dazu, dass auch private Nutzer, wenn sie illegal downloaden, gewisse Strafen bekommen, Anzeigen, Geldstrafen zahlen müssen? Das ist richtig. Findest du richtig? Warum? Ja, man kann auch das Geld ausgeben. Also bei Mediamarkt oder so sich die Filme und in die Videothek gehen und sich einen Film ausleihen und dann ist gut. Es ist ja so, dass noch nicht mal die Rechtslage wirklich eindeutig ist. Es ist ja immer so diese grauen Zonen, wo sich denn Anwälte irgendwas raussuchen. Also teilweise schon, allerdings sind die Strafen viel zu hoch, also die Geldstrafen. Also ich finde, für die Leute, die das schauen, nicht, aber für die Leute, die das online stellen, schon, weil ich meine, man kann ja nichts dafür, dass jemand, das ist ja genau dasselbe wie YouTube und halt, man muss das irgendwie kontrollieren. Ich benutze es nicht. Gar nicht. Warum nicht? Ich kaufe mir die Filme. Oder gehst ins Kino? Ins Kino. Nur, also ich zahle dafür. Also du bezahlst, wie viel zahlst du da so im Monat? Das ist unterschiedlich, vielleicht so an die 20 Euro. Und hast du das mal auch gemacht, ohne zu zahlen? Ich finde es, um ehrlich zu sein, nicht so in Ordnung, weil da auch viel Arbeit dahinter steckt und deswegen finde ich es nicht in Ordnung, es kostenlos runterzuladen. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wenn man sich zweimal einen Film angucken möchte, dass es schon eine Möglichkeit ist, das Internet zu nutzen. Wenn es aber zu verkäuflichen Zwecken oder zu größeren Zwecken genutzt wird, dass es dann eher auch problematisch ist. Also weil ich finde, dass jeder, der einen Film dreht, auch ein Recht darauf hat, was mit seinem Film passiert und dafür auch die entsprechende Entlohnung bekommen sollte. Und was ist mit den Leuten, die nicht so viel Geld haben? Gerade junge Menschen? Ich bin auch ein junger Mensch und es geht auch. Also. Und du machst es trotzdem nicht? Nein. Also ich bin auch der Meinung, dass die Künstler dafür auf jeden Fall bezahlt werden sollten. Na klar, das ist eine Arbeit, der sie nachgehen, wie alle anderen auch. Also wenn jetzt alle nur downloaden würden, dann würden die Künstler eben nichts mehr verdienen. So muss man es auch sehen. Andererseits haben die ja noch ihre Konzerte und was weiß ich. Aber trotzdem finde ich, dass sich eher Politiker um andere Dinge kümmern sollten, als um jetzt diese Download-Geschichte, Raubkopien. Ja, es gibt da einfach wichtigere Dinge und der Meinung bin ich persönlich. So, meine Lieben, das war's mit unserer Straßenumfrage aus meinem Lieblingsbezirk Neukölln. Ich muss ja sagen, ich bin richtig stolz. Die Leute downloaden so gut wie gar nicht illegal. Die meisten sind wirklich für den Support der Künstler. Und wie seht ihr das? Kommentiert, schreibt, macht mit, sagt uns eure Meinung. Stay tuned und bis bald. Ciao!